Hi Leute und willkommen zu Friedis Brauhaus. In diesem Video geht es um Brauwasser. Für die meisten das absolute Horrorthema, kenne ich, ging mir genauso. Aber ich habe eine Möglichkeit für euch, euer Wasser aufzubereiten, ohne dass ihr vorher nochmal einen Volkshochschulkurs in Chemie belegen müsst. Im Prinzip reicht es nämlich, wenn ihr ein Wasserberechnungstool und einen Mischbett-Vollentsalzer habt. Mischbett was? Ich zeig's euch. Da es in diesem Video vor allen Dingen um Produkte geht, die ihr benötigt, um euer Wasser aufzubereiten, muss ich euch das hier anzeigen. Die Sachen habe ich aber alle selber gekauft. Ja, das Wasserthema ist echt ein Dschungel, durch den man erstmal durchsteigen muss. Aber es geht. Wer tiefer einsteigen will, dem verlinke ich einen ganz interessanten Artikel vom Braumagazin unten in der Beschreibung. Allen anderen, die schnell und einfach ihr Wasser aufbereiten wollen, zeige ich jetzt einfach meine Methode. Grundlage für alles sind eure Wasserwerte. Die könnt ihr selber messen mit einem Wassertestkit oder viel günstiger, ihr fragt einfach mal bei euren Stadtwerken nach und lasst euch eure Wasserwerte per E-Mail zukommen. Diese Werte sind natürlich nicht super genau, aber damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten. Wer es ganz genau nehmen möchte, der kann sein Wasser in ein Labor zur Analyse schicken. Nach einiger Recherche habe ich mich für einen Mischbett-Vollentsalzer entschieden. Die andere Variante wäre eine Umkehrosmoseanlage gewesen, gegen die ich mich aus mehreren Gründen entschieden habe. Diese macht nämlich nur Sinn, wenn sie oft in Gebrauch ist. Mein Einsatzort ist der Braukeller, hier wird auch mal ein paar Wochen nicht gebraut und so ist ein stetiger Einsatz nicht gegeben. Die Filter könnten sich zusetzen und die Gefahr, dass sich Keime vermehren, ist ebenfalls gegeben. Weiterhin benötigt die Osmoseanlage für die üblichen Hobbybrauergrößen eine gewisse Vorlaufzeit. Hier möchte ich eher flexibel sein und nicht erst ein, zwei Tage warten, bis mein Brauwasser entsalzt ist. Eine Osmoseanlage erzeugt auch Abwasser, das wollte ich auch zusätzlich umgehen. Deshalb habe ich mich für einen Mischbett-Vollentsalzer entschieden. Man braucht dafür nur ein Filtergehäuse und eine Kartusche, die das Mischbett-Harz aufnehmen kann. Wo ihr das alles zum Beispiel bekommen könnt, verlinke ich euch in der Beschreibung. Ihr könnt bei diesem Filtergehäuse eure Anschlüsse frei wählen. Ich habe jeweils ein 1,5 Zoll Außengewinde genommen, um entsprechend auf der Seite mit TreeClamp weiterarbeiten zu können. Wichtig ist, dass ihr an der Ausgangsseite einen Hahn anbringt, damit ihr die Durchflussgeschwindigkeit steuern könnt. Die benötigten Teile dafür könnt ihr euch grundsätzlich so für ca. 50 Euro zusammenstellen und bekommt echt einen Top-Vollentsalzer. Und das Harz, was ihr dann benötigt, kostet ca. 5 bis 6 Euro pro Liter. Mein Mischbettharz besteht aus 55% Kation und 45% Anion-Komponenten. Es gibt aber ganz verschiedene Zusammensetzungen. Ihr könnt also das Harz wählen, welches für eure Zwecke am besten geeignet ist. Wie viel Harz benötige ich? Diese Frage hängt von der Gesamthärte bzw. der Leitfähigkeit eures Ausgangswassers ab. So eine Kartusche fasst ca. 0,7 Liter Harz. 1 Liter Mischbettharz filtert bei einer Gesamthärte von 5 oder entsprechend 175 Mikrosiemens ca. 250 Liter Wasser. Bei einer Gesamthärte von 20 oder entsprechend 700 Mikrosiemens jedoch nur noch 63 Liter Wasser. Deshalb ist es wichtig, die Leitfähigkeit eures Ausgangswassers und des entsalzten Wassers zu messen. Für die Messung der Leitfähigkeit braucht ihr kein High-End-Gerät. Meins hat 10 Euro gekostet. Wichtig ist, achtet darauf, dass es eine automatische Temperaturkompensation hat. Wenn nicht, dann achtet bei der Leitfähigkeitsmessung auf jeden Fall penibel auf die Temperatur. Als nächstes steht also der Test der Leitfähigkeit eures Ausgangswassers an. So könnt ihr ermitteln, wie viel Liter Wasser ihr pro Minute durch euren Mischbett-Vollentsalzer laufen lassen könnt. Die Leitfähigkeit kann in Mikrosiemens oder ppm angegeben werden. Je höher die Leitfähigkeit eures Ausgangswassers, desto gesättigter ist euer Wasser mit Teilchen. Eine hohe Leitfähigkeit benötigt also auch mehr Harz, bzw. das Wasser sollte noch entspannter durch den Mischbett-Vollentsalzer laufen. Mein Ausgangswasser hat eine Leitfähigkeit von knapp über 600 Mikrosiemens. Mit 0,7 Litern Mischbettharz kann ich also ca. 70 Liter Wasser filtern, was für mich absolut ausreichend ist. Für einen Brautag brauche ich ca. 55 bis 60 Liter Wasser, je nach Bierstil. Wenn ihr weniger Harz benötigt, dann könnt ihr die Filter auch zusammenschieben und den unteren Bereich mit Murmeln oder Edelstahlteilen füllen.
Nun müsst ihr ein bisschen mit der Durchflussgeschwindigkeit spielen. Wenn ich ca. 1 Liter Wasser pro Minute durch den Mischbett Vollendsalzer laufen lasse, erhalte ich eine Leitfähigkeit von unter 40 Mikrosiemens, was absolut ausreichend ist. Zusammen mit den Ausgangswerten kann man jetzt die Werte des entsalzten Wassers berechnen. Eine Excel-Tabelle zur Berechnung der finalen Wasserwerte anhand des Leitwerts packe ich euch in die Beschreibung. Wer ein Wassertestkit hat, kann die Werte natürlich auch einfach nochmal testen, aber ihr nähert euch überall eigentlich der Null, je niedriger der Mikrosiemenswert ist. Das Wasser ist entsalzt und jetzt kommt das Aufsalzen. Dafür reichen im Prinzip 3 Zusätze. Bittersalz, Calciumchlorid und Gips. Das Schöne ist, die Berechnung können euch Wassertools abnehmen. Ich nutze dafür den Brewfader. Da kann man nicht nur Rezepte eingeben und speichern, sondern auch unter anderem seine Wasserwerte berechnen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Öffnet den Reiter Profile und klickt auf Wasser. Hier seht ihr bereits vordefinierte Wasserprofile und könnt nun euer Wasserprofil anlegen. Dazu geht ihr auf Profil hinzufügen, gebt dem Profil einen Namen und stellt sicher, dass Quelle ausgewählt ist. Fügt dann einfach eure 6 Werte hinzu, speichern und fertig. Wenn ihr nun ein Rezept auswählt, könnt ihr unten im Bereich Wasser auf Berechnen klicken. Hier könnt ihr alles zum Thema Wasser einstellen, so auch euer Ausgangswasser. Dazu klickt ihr neben Quelle auf die 2 Pfeile. Wählt euer Quellwasserprofil aus, speichern und es wird übernommen. Danach könnt ihr ein Zielprofil auswählen. Im Brewfader sind für die gängigsten Bierstile bereits Profile vordefiniert. Diese könnt ihr natürlich auch anpassen bzw. neue Zielprofile hinzufügen. Für unser Beispiel nutzen wir mal Pale Ale. Wählt nun aus, ob ihr den Nachguss separat behandeln wollt und klickt auf Automatisch. Nun wird euch angezeigt, wie viel Gips, Calciumchlorid und Bittersalz ihr hinzugeben müsst, um euer Wunschprofil zu erhalten. Klickt auf Anpassung im Rezept Speichern und die Zugaben werden euch unter Sonstiges angezeigt. Übrigens könnt ihr hier auch direkt euren Maische-pH-Wert sehen, berechnen lassen, wie viel Milchsäure ihr hinzugeben müsst, um im optimalen Bereich zu landen. Seid ihr außerhalb des optimalen Bereichs, färbt sich der Wert rot. Ein Maische-pH zwischen 5,2 und 5,6 sorgt für eine bessere Ausbeute, einen guten Endvergärgrad und anschließend beim Kochen sorgt ein optimaler Würze-pH für zum Beispiel eine gute Bitterstoffausbeute. So könnt ihr ganz easy einen Haken an das Thema Wasser machen. Was ihr jetzt regelmäßig machen müsst, ist Harz nachkaufen und natürlich die entsprechenden Salze. Das benutzte Harz verwerfe ich danach immer. Man kann es auch wieder aufbereiten, ist aber eine komplizierte Sache und für den relativ niedrigen Preis kaufe ich mir immer einfach Neues. Was ich euch auch auf jeden Fall empfehlen würde, ist, eure Wasserwerte so einmal im Jahr zu überprüfen, denn diese können natürlich Schwankungen unterliegen. Wenn ihr einmal die entsprechende Durchflussgeschwindigkeit gefunden habt, müsst ihr auch nicht immer die Leitfähigkeit des entsalzten Wassers messen. Ihr habt jetzt natürlich auch die Möglichkeit, euer Leitungswasser mit einem gewissen Teil an entsalzten Wasser zu verschneiden, um auf euer Zielwasserprofil zu kommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Feedback wie immer in die Kommentare, ich freue mich drauf. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr solche Videos nicht mehr. Auf jeden Fall lohnt es sich, euer Wasser aufzubereiten. So kommt ihr wieder eurem Ziel, ein richtig gutes Bier zu brauen, ein kleines Stück näher. Und jetzt müsst ihr nur noch Wasser in Bier verwandeln. Ja, das musste natürlich sein. Gut Sud, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.